Wir gucken, Preisanstieg bei Lebensmitteln. Tafeln werden teurer. Ausgabe bei der Tafel Weimar. Heute kriegen die Kunden hier zwei volle Kisten. Die Menge richtet sich nach den Spenden, die bei der Tafel eingegangen sind. Vor knapp 2 Monaten wurden die Preise von 2 auf 8 Euro erhöht. Ich möchte wissen, wie kommt das bei den Kunden an? Darüber komme ich mit René ins Gespräch. Er ist arbeitslos und holt alle paar Wochen Essen bei der Tafel. Ihn ärgert, dass er im Vorfeld nie weiß, wie viel er bekommt. Wie gesagt, wenn das jetzt so bleibt, dann sind auch für 8 Euro ist es zufrieden. Wenn man aber jetzt so eine halbe Kiste kriegt, wie es beim ersten Mal dann war, dann ist es halt wieder natürlich, dann sagt man dann, das sind die 8 Euro nicht gerechtfertigt. Weil das ist dann schon wieder frech, finde ich. Klar, dass sich vieles verändert, die Lebensmittel-Discounter, die sparen ja auch alle ein. Das heißt, man kriegt auch weniger, aber 2 auf 8, ja. Da hat man ja auch ein bisschen Verständnis. Faktor 4. Immerhin. Heute geht er mit 3 vollen Tüten nach Hause. Barbara ist eine von 2500 registrierten Tafelkunden in Weimar. Aus gesundheitlichen Gründen kann sie nicht jede Woche kommen, erzählt sie mir. Dass sie sich nur Ware aus bereitgestellten Kisten aussuchen kann, ist für sie neu. Dennoch ist sie dankbar. Also das ist eine große Unterstützung, weil innerlich viel Geld. Und es ist jetzt auch noch alles teurer geworden. Dann spart man schon, wo es geht. Und ich bin froh, dann komme ich wieder eine ganze Weile um die Runde, ohne die Kita zu bezahlen. Wie ist so der Preisanstieg jetzt für Sie von 2 auf 8 Euro? Ja, das ist schon viel, aber auch wenn man damit reicht. Und ich komme ja auch nicht so oft. Und von daher spart es schon am Einkauf. Ein großer Teil der Kunden bei den mitteldeutschen Tafeln sind Ukrainer, so wie Anna. Sie kommt aus dem Kriegsgebiet in der Nähe von Butscha und wohnt jetzt mit ihrer Tochter bei einer deutschen Gastfamilie. Es ist schon teurer als früher. Aber es ist immer noch weniger, als ich im Supermarkt ausgeben würde. Insgesamt sind wir einfach froh, dass wir diese Möglichkeit haben. Das hilft uns sehr. Meine Eltern in der Ukraine haben sowas nicht. Wir essen sehr viel Obst. Die Inflation hat auch die Tafeln erreicht. Die höheren Kosten für Energie und Personal schlagen sich auf die Ausgabepreise nieder. 15 der von uns angefragten 41 Tafeln in Mitteldeutschland haben die Preise in den letzten beiden Jahren erhöht. In Weimar ist der Anstieg von 2 auf 8 Euro besonders hoch. Tafelleiter Marco Modrow erklärt mir, warum. Wir haben 2 Autos, die unterwegs sind, die Lebensmittel abzuholen. Ein Kühlauto und ein Auto für die Trockenware. Und da entstehen natürlich tagtäglich viele Kilometer. Und auch vor ein paar Jahren hat der Liter Diesel noch 1 Euro gekostet. Und jetzt kostet er irgendwie 1,70 Euro. Das sind natürlich Kostensteigerungen, die enorm sind und uns wirklich Schwierigkeiten bereiten. Ortswechsel nach Weißwasser. Morgen. Fahrer Dietmar macht das Autostart klar. Er will heute Lebensmittel bei den Supermärkten einsammeln. In letzter Zeit sind die in Weißwasser weniger geworden. Arbeitsbesprechung der Tafelmitarbeiter. Jeder bekommt hier seine Aufgabe. Dietmar fährt nach Boxberg, da stehen Spenden bereit. Doch vorher muss er tanken. 60, 70, 80 Euro bitte einmal tanken. Im Monat fallen für die Tafel bis zu 400 Euro Spritkosten an. Dietmar ist 75 und schon seit 17 Jahren ehrenamtlich dabei. Er spart, wo er kann. Es ist billig hier, aber in der Gegend. 74 eigentlich ganz gut, ja. Also gut, wenn man sich das überlegt. 2 Stunden später kehrt Dietmar mit Waren von 2 Discountern zurück. Laut Sächsischem Tafelverband sind die Lebensmittelspenden aus den Supermärkten in den letzten 2 Jahren um 30% zurückgegangen. Er weiß vorher nie, wie viel er wirklich bekommt. Wie war denn die Ausbeute heute? Sehr gut. Bis jetzt sehr gut. Leider nie immer so. Wie sieht es sonst aus an anderen Tagen? Die Hälfte davon. Es ist ganz unterschiedlich auch manchmal. Hier, dann wird ja auch so voll, so halb voll gepackt hier. Nur. Die Spenden aus der Region reichen schon längst nicht mehr, um die Nachfrage zu bedienen. Der Sächsische Tafelverband betreibt in Dresden ein Zentrallager für Großspenden.
Drei Viertel aller sächsischen Tafeln sind auf die Versorgung mit Waren aus diesem Lager angewiesen. Hersteller liefern hier in großen Paletten ihre nicht verkauften Waren an. Die Spende eines ganz besonderen Lieferanten zeigt uns Cheflogistiker Dietmar Haase. So, das ist also heute früh gespendet worden von der Landesuntersuchungsanstalt. Das sind Äpfel, die noch neu gezüchtet werden. Und wir übernehmen die. Und da hole ich jetzt in der Regel in der Woche 1,5 Tonnen. Auf über 300 Quadratmetern lagern Dietmar Haase und seine Kollegen alles, was nicht verkauft worden ist. Vom Stoffbeutel bis zur Tiefkühlpizza. Das Kuriose ist, dass bei uns der Weihnachtsmann und der Osterhase, die sind in den Lager vereint. Also alles, was an Süßwaren gespendet wird, wird abgenommen, liegt dann hier. Und für die Bedürftigen ist es egal, ob es Weihnachtsmann ist, denn jetzt drum, ob es Schokolade ist. Über 200 Kilometer Fahrt nehmen die Mitarbeiter der Tafel Weißwasser in Kauf, um hier dringend benötigte Ware abzuholen. Die Lebensmittel werden nach Kilogramm abgerechnet. Also Lebensmittel bei mir 70 Euro. 70 Euro. Dafür gibt es knapp 900 Kilogramm. Das Logistikzentrum kostet Geld, Miete, Betriebskosten, Personal. Einen Teil davon finanzieren die Tafeln mit ihren Beiträgen. Und das Logistiksystem des Tafelverbandes soll weiter ausgebaut werden. Das geht sicher nur mit hauptamtlichen Leuten, die auch professionell das dann machen können. Die die Verbindung knüpfen zu den Spendern, die den Kontakt halten und die ständig erreichbar sind, um die Ware abzunehmen. Wenn das nicht gewährleistet ist, kann man das Tafelgeschäft vergessen. Ja. Zurück in Weißwasser. In wenigen Minuten beginnt die Ausgabe. Einige Kunden warten schon seit 3 Stunden draußen, aus Sorge, dass es für sie nicht reicht. Und jetzt, das lohnt sich für die großen Supermarktketten nur deshalb, weil die denen keine Arbeit mehr anfällt. Ne? Also ich nehme an, die haben einen Kontakt zu jemandem bei der Tafel und der macht die ganze Arbeit. Also wie viel liegt bei euch rum, was habt ihr übrig, liegt das, schmeißt ihr das eh gleich weg, gebt uns das lieber, wir kommen sofort, macht euch keine Sorgen, wir kommen gleich und nehmen euch das alles ab, gebt uns einfach einen Schlüssel, ihr braucht euch um nichts kümmern, so nach dem Motto. Weil anders kann ich mir nicht erklären, dass Kapitalisten das machen, ne? Weil für die kostet halt die Entsorgung von diesen ganzen Lebensmitteln Geld und so ist das quasi für die gratis Entsorgung. Aus einem anderen Grund verstehe ich nicht, wieso sie das machen, weil ihren Müll sperren sie ja auch weg und die Leute, die Containern, wollen sie einknasten und so. Für 2 Kisten zahlt eine Person 4 Euro. 50 Cent mehr als noch vor einem Jahr. Ich nehme das. So, 1 Euro zurück, bitteschön. An der Ausgabeluke wartet Ralf schon auf seine Ware. Ach so, als PR. Der 65-Jährige ist inzwischen komplett auf die Tafel angewiesen, erzählt er mir. Darf ich fragen, warum Sie zur Tafel gehen? Ich habe eine Rente von 385 Euro. Ich habe ein Leben lang gearbeitet. Hab natürlich nun keinen Fehler, immer ein paar Mal selbstständig und dann Konkurs und naja, wieder so alles nicht selber. So, und das nächste war. Also, wie viel haben Sie dann noch zum Leben im Monat? Naja, so ungefähr 120, 130 Euro. So. Da kannst du nicht. Ich gehe gar nicht mehr einkaufen. Die Landrea, wir gucken hier nur einen kurzen Beitrag. Preisanstieg bei den Tafeln ist gleich zu Ende. Das tut da weh. Meine Kinder zum Geburtstag. Da gibt's nichts. Das tut alles weh. Ja. Bedürftige wie Ralf spüren auch kleine Preissteigerungen. Laut sächsischem Tafelverband sind weitere Erhöhungen nicht auszuschließen. Hätte er mal nicht gearbeitet, naja. Ja, ist halt unzählige Storys, ne, die sozusagen durch die Sozialnetze durchfallen einfach.